Hi Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um das Thema Oldschool. Ich möchte euch zeigen, am Finger, aber hauptsächlich die Theorie, wie ein Oldschool aussieht, wie ich ihn arbeite und was es daran zu beachten gibt. Recht simpel, ich hatte dieses Video vor Ewigkeiten auch schon mal gedreht, möchte es jetzt aber nochmal neu drehen und deswegen kommt jetzt für euch dieses Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. So, ich habe für euch mal ein bisschen was aufgezeichnet und zwar soll das der Finger sein mit dem Naturnagel. Das ist der grau dargestellte hier und den New Style werde ich auch so minimal ein bisschen mit angehen, weil ich dachte mir, wenn ich schon Oldschool habe, dann kann ich auch New Style machen. Alles in einem Video. Grundsätzlich zur Theorie beim Oldschool ist einfach, den Oldschool gibt es schon ein bisschen länger als den New Style, deswegen heißt der, denke ich, Oldschool. So neu ist der New Style aber nicht, den gibt es wirklich schon sehr, sehr lange, aber man muss da halt verschiedene Begriffe finden und so ist der Oldschool Oldschool und New Style geworden. So, der Oldschool. Ich arbeite ihn eigentlich sehr, sehr gerne, vor allen Dingen beim Mandeln, weil der New Style halt doch ein bisschen mehr, ja, Wissen und auch Zeit kostet, wie ich finde, da man ihn eigentlich pinchen muss. Aber das ist, wie gesagt, alles ein bisschen Ansichtssache. Wie gesagt, Oldschool beim Mandel finde ich sehr, sehr gut. Ich kann euch das Ganze mal an meinem Finger hier vorne zeigen. Ich finde, das sieht ganz schön aus, aber das ist alles Ansichtssache. Allgemein zum Oldschool. Beim Oldschool ist es so, ihr müsst den Apex mittig setzen. Für alle, die nicht wissen, was der Apex ist quasi der höchste Punkt des Nagels und der liegt einfach beim Oldschool bei ca. 50% des Nagels. Das heißt, wenn ihr jetzt anfangt und euren Nagel verlängert, was ja oft der Fall ist, dann ist es wichtig, dass ihr die Schablone richtig setzt. Dazu werde ich noch ein Video hochladen. Das könnt ihr dann hier oben bei dem i anschauen oder unten in der Infobox, da werde ich es euch verlinken, sobald es online ist. Genau, das heißt, ihr verlängert den Nagel. Beim Nagel verlängern und nachher auch befeilen ist es ganz wichtig, dass die Seitenlinie parallel zur Basislinie auch ist. Basislinie ist quasi hier diese Linie, die aus eurem Nagelbett rauskommt, wo der natürliche Wuchs des Nagels ist. Das heißt, ihr verlängert und sagen wir mal, ihr verlängert ungefähr so ein Stück. So, zu lang wollen wir ihn ja jetzt auch nicht machen. Jetzt berechnet ihr einfach 50% des Nagels. Das heißt, der Nagel wird bis hier vorne gehen, von hier hinten. Das heißt, ihr nehmt genau die Hälfte und das ist dann ungefähr hier. So, ganz grob. So, ich werde euch das ein bisschen hochzeichnen. Hier ist ungefähr 50% des Nagels. So, da habe ich ein Wort vergessen. Also Apex bei 50%. Jetzt wird der Aufbau wie folgt modelliert und nachher natürlich auch befeilt. Das Befeilen macht am Ende eher so das Wichtigste aus und formt natürlich nachher auch euren Nagel perfekt. Ihr setzt an hier hinten natürlich so nah, wie es geht, an die Nagelhaut ran. Wichtig ist, dass man nicht in die Nagelhaut reinarbeitet, also nicht das Gel dort reinlaufen lässt. Von dort an steigt der Aufbau an. In einer Kurve, das werde ich euch gleich noch zeigen. Das heißt, oval quasi nach oben hin an, bis in die Mitte zum höchsten Punkt. Und am höchsten Punkt fängt es an, im gleichen Winkel nach vorne abzufallen. Ich sehe gerade, das sind nicht ganz 50% des Nagels. Aber es geht ja eigentlich auch nur um die Theorie. Ja, das sind so 45% in diese Richtung und 55% in diese Richtung. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also eigentlich müsste der höchste Punkt hier sein. Naja, ist ein bisschen schwierig beim Zeichnen, aber es geht ja eigentlich nur darum, dass ihr es versteht. Also wichtig ist es, ganz flach hinten auslaufen zu lassen. Ich sehe bei vielen immer, dass die hinten wirklich so einen Hubbel haben und das sieht dann beim Rauswuchs einfach nicht so schön aus. Also versucht das Ganze schön flach auslaufend nach hinten zu feilen. Genau, dann steigt das Ganze an bis zum höchsten Punkt, hier vorne jetzt, und ab dem höchsten Punkt wieder runter. Wichtig ist es dann auch, dass vorne die Spitze schön dünn ist. Viele, die machen dann wirklich so, die arbeiten dann einfach, hier geblieben, teilweise so, dass der Aufbau hier vorne hinkommt und dann hier vorne so runterfällt. So. Und das sieht natürlich nicht schön aus, weil eure Spitze dann einfach vorne total, dick und klobig aussieht. Deswegen versucht wirklich das Ganze richtig schön flach nach vorne auslaufen zu lassen. Das ist die Theorie zum Oldschool. Jetzt zeige ich euch mal meinen Finger, denn ich mag diese gerade rauskommende Basislinie nicht. Bei mir arbeite ich sie einfach immer ein bisschen anders.
So, ich habe euch mal rangezoomt, da kann man das ein bisschen besser erkennen. Und zwar verläuft der Aufbau schön flach hinten, nach oben bis zum höchsten Punkt. Ihr könnt sehen, das ist ungefähr 50% des Nagels. Um 2-3% braucht man sich echt nicht streiten. Und dann verläuft er schön flach nach vorne. Wenn man vorne reinschaut, kann man auch erkennen, dass diese sogenannte Hairline, ich kann sehen, hier ist ein bisschen mehr als auf der anderen Seite, aber ungefähr hier gleich aussieht. Ich hatte eben die Kurve angesprochen. Die Kurve ist quasi einfach das hier, dieser Bogen. Und da ist es wichtig, dass der schön gleichmäßig aussieht. Also wenn ihr hinten jetzt so einen Hubbel habt, dann ist das natürlich keine perfekte Kurve. Man sollte immer schauen, dass alles schön gleichmäßig und eben ist. Zu der Seitenlinie. Ihr könnt sehen, sie geht bei mir hier raus und dann steigt sie etwas nach oben. Also normalerweise müsste sie, ich nehme mal meine Pfeile zur Hilfe, normalerweise müsste sie hier so aus dem Nagelbett rauskommen und dann wie die Pfeile verlaufen. Und ihr könnt vorne sehen, vorne geht mein einfach ein bisschen nach oben. Ich finde das optisch einfach schöner, als wenn sie so gerade ist. Das ist mir dann manchmal zu gebogen, würde ich es jetzt so nennen. Deswegen finde ich es so wirklich persönlich am schönsten. Kann man sich darüber streiten, ob das dann haargenau ist, so wie man es theoretisch gelernt hat. Bei mir hält es und es ist ganz wichtig, dass das Ganze nicht zu weit nach oben steigt. Diesen Finger hier habe ich zum Beispiel mit Schablone gemacht. Das kriege ich immer viel, viel besser hin. Und den hier zum Beispiel hatte ich in aller Eile mit Tipp gemacht. Und ich habe nicht aufgepasst und der Tipp hat zu weit nach oben gezeigt. Ich habe ihn also nicht nach unten angewinkelt und ihr könnt erkennen, die Linie ist wirklich, also sie fällt wirklich sehr weit nach oben. Könnt ihr sehen, sie steigt unheimlich an im Gegensatz zu diesem Finger. So kann man das, glaube ich, sehr gut erkennen. So sollte es natürlich nicht aussehen. Diesen Finger werde ich auch heute nochmal neu machen bei den anderen Videos. Und so sollte das Ganze nicht aussehen. Je steiler das nach oben geht, desto unschöner ist die Form, desto unkorrekter ist die Form und desto unstabiler wird das Ganze auch. Also so nicht, sondern wirklich nur ganz, ganz leicht nach oben ansteigend. Nun zum New Style, da habe ich leider kein Beispiel für euch, weil ich nur Oldschool auf meinen Nägeln habe. Zum New Style ist es so, beim New Style liegt der höchste Punkt ungefähr bei 1/3 des Nagels. Das heißt, ihr verlängert euren Nagel wieder, es sind wieder parallele Seitenlinien, das heißt, die verlaufen wieder hier richtig schön raus. Und dann liegt der Apex ungefähr bei 1/3 des Nagels, also der Nagel geht bis hier, 1/3, 2/3, also ungefähr hier. Hier wäre der höchste Punkt des Nagels, also 1/3 von hinten gesehen. Jetzt ist es genau das gleiche wie beim Oldschool. Ihr fahrt einfach fort, indem ihr das Gel, also der Aufbau läuft quasi von hinten schön in einem Bogen nach oben, schön auslaufend wieder nach hinten. Also es könnte hier noch ein bisschen flacher sein, so auch. Und dann ist es wichtig, wenn ihr am höchsten Punkt angelangt seid, dass ihr einfach gerade und parallel zu euren Linien, das heißt, das ist die Linie, und parallel dazu, das heißt, ich rutsche jetzt einmal hoch mit meinem Lineal, gerade den Aufbau befeilt. So. Also, ihr könnt schauen, parallel zur Linie, die muss natürlich auch gerade sein. Und der New Style wird unheimlich gepinscht. Also man sagt, so 50% des Tunnels sollten schon da sein. Da kommt es natürlich immer ein bisschen drauf an, wie lang die Nägel sind. Wenn die Nägel jetzt natürlich fast kuppenbündig sind, sind 50% des Nagels, also des Tunnels zu pinschen, super, super schwierig. Zum Tunnel komme ich gleich noch, den habe ich beim Oldschool vergessen. Ja, und deswegen muss man da immer bei der Länge schauen. Aber man sagt schon, dass man halt wirklich sehr, sehr stark pinscht, damit man einfach diese Form hinbekommt. Denn beim New Style sieht das Ganze dann so von der Seite aus. Ja, Mimi zeichnen ging auch mal besser. Ja, ungefähr so. Das heißt, wirklich der Nagel schön ansteigend. Ab dem höchsten Punkt, ab 1/3, verläuft er gerade nach vorne. Und ihr könnt sehen, der Tunnel ist richtig schön ausgeprägt. Hier ist es wichtig, viele fallen hier vorne einfach mit ihrem Aufbau ab. Das heißt, bei vielen geht der Aufbau so hoch. Ach, der Stift will nicht so wie ich. Muss mal gerade drehen. Ne, der Stift will nicht. Der ist schon ausgetrocknet. Also hoch, gerade. Und dann fallen die hier vorne einfach so ein bisschen ab. Und das ist theoretisch nicht richtig. Man kann sich kloppen. Aber theoretisch ist es nicht richtig. Deswegen ist es ganz wichtig, bis nach vorne hin gerade zu arbeiten und dann kommt erst die Kante vom Nagel.
zum Tunnel beim Old School. Der Tunnel ist im Gegensatz zum New Style gar nicht ausgeprägt. Man kann Old School Nägel pinchen, mache ich auch. Und zwar pinche ich die oft hier an der Seite, einfach nur dort, wo das Freinagelende beginnt. Denn dort werden sie bei mir oft sehr, sehr breit. Dieses Mal habe ich sie nicht so doll gepinscht. Hier zum Beispiel ein bisschen mehr, um parallele Seitenlinien zu bekommen. Das heißt, dass die Seitenlinien so schön gerade rauslaufen und dass die Nägel hier am Rand nicht bauchen. Das ist ganz, ganz wichtig, damit das Ganze einfach schön aussieht, wirklich schön aussieht. Und dann kann man hier am Rand ganz bisschen pinchen. Der Tunnel sieht dementsprechend nicht viel gewölbt aus. Der Tunnel ist dann ungefähr, oh, so würde ich jetzt sagen, es kommt immer auf die Länge drauf an, aber nicht großartig ausgeprägt. Beim New Style hingegen muss der Tunnel ja wirklich sehr, sehr ausgeprägt sein. Und hier sagt man so einen 50% Tunnel, also ungefähr, ja, ist jetzt schon ein bisschen sehr extrem, je nachdem wie lang die sind. Wenn die so lang wären, hätte ich ihn jetzt ungefähr so gemacht, bei der Länge. Also wirklich sehr, sehr, sehr gepinscht im Gegensatz zum Old School, das könnt ihr sehen. Ich sehe es oft bei Fotos, dass er wirklich nur, der New Style, einfach nur so gepinscht ist, also nicht viel. Und dann ist es halt so, je weniger der Tunnel gepinscht ist, ich versuche das jetzt wirklich mal mit Rot zu machen, das heißt, wenn der Tunnel nur so ist, hier, müsst ihr natürlich hier in dem Bereich viel mehr Material auftragen und ihr kriegt die Form einfach nicht so gut hin, weil ihr müsstet ja hier so eine riesen Kante machen. Das heißt, euer Nagel würde hier vorne so hoch gehen und so dick aussehen. Und das will man halt einfach nicht, ne? Und dafür pincht man den Tunnel wirklich gut und man hat es dann echt so, dass der die Hairline, also die Ansicht vom Tunnel, wirklich nur Kreditkartenstärke ist. Das heißt so, so dick wie eine Kreditkarte. Also das, was ich hier zeichne, ist wirklich original dicke. So. Und durch den ausgeprägten Tunnel schafft ihr es wirklich, dass hier oben weniger Material sitzt. Schaut euch den Tunnel hier an, wie viel Material hier oben sitzt, damit er genau gleich wird wie dieser Nagel. Und deswegen ist es so wichtig, beim New Style richtig, richtig gut zu pinchen, ein gut pinchbares Gel zu haben, damit man einfach diese Kreditkartenstärke kriegt und dass die Hairline einfach hier viel, viel schöner aussieht. Und ja, ich glaube, das war es auch schon. Das war es dann auch schon zum Oldschool und zum New Style. Also wirklich recht simpel. Und das Ganze werde ich euch auch nochmal an einem Finger zeigen mit dem Oldschool. Aber erstmal, ich muss schauen, wann ich Zeit für den New Style habe. Auf jeden Fall wird demnächst ein Video zum Oldschool kommen, wie man ihn am besten modelliert für Anfänger. Und danach auch befeilt. Das wird dann nochmal ein extra Video. Ich verlinke euch alles oben bei dem i. Hier oben müsste das sein oder unten in der Infobox, damit ihr dann auch nichts verpasst. Ich bedanke mich dafür, dass du eingeschaltet hast und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!